anfangsweise Freundschaft. Und dann wurde es aber immer mehr irgendwie zur Familie schon. Kinderheim machen. Stimmen ehemaliger Kima-Kinder. Frau Ulrich, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Wie alt waren Sie, als Sie damals in das Kinderheim machen kamen? Ich war 13 und kurz vor meinem 14. Geburtstag. In welchem Gebäude haben Sie gewohnt? Projekt Villa. Also mit uns Vieren, also ich und meinen Geschwistern. Da waren wir dann 16 insgesamt. An wie viele Betreuer können Sie sich noch erinnern? Und hat einer besonders rausgestochen? Im Grunde genommen eigentlich an alle. Und so 2, 3 haben mir eigentlich immer am besten gefallen. Wie war Ihr Tagesablauf damals während der Schulzeit? Ich bin früh um 6 aufgestanden. Meistens auch schon ein paar Minuten eher. Musste 6:45 hier loslaufen, runter zum Bahnhof, zur Bushaltestelle und bin dann nach Watson gefahren mit dem Bus in der Schule. Hausaufgabenhefte mussten wir immer zeigen, die Erzieher haben das dann unterschrieben, dass sie es gesehen haben. Ja, und dann konnte man seinen Nachmittag frei gestalten. Wenn, dann ist man hier geblieben, ist draußen im Hof gewesen oder ist halt wirklich im Ausgang gewesen. So die Wochenenden oder die Ferien aus? Wochenenden war mal so, mal so. Also es war oft was geplant, aber oft auch nicht. Da konnten wir dann auch frei entscheiden, was wir machen, wenn nichts geplant ist. Und Ferien, da waren dann Ferienaktivitäten. Also zum Beispiel, je nachdem, was für Ferien waren, sind wir halt mal ins Jumphaus gegangen oder wir sind häufig baden gegangen, im Freibad, am See oder ja. Haben sich hier in der Zeit Freundschaften gebildet oder hatten Sie vielleicht sogar das Gefühl von Familie? Wie hat sich das für Sie angefühlt hier? Anfangsweise Freundschaft. Und dann wurde es aber immer mehr irgendwie zur Familie schon. Was sind die schönsten Erinnerungen, die Sie hier an das Kinderheim haben? Was waren besonders tolle Erlebnisse hier? Eigentlich meine Jugendweihe. Und im Groben und Ganzen eigentlich die ganze Zeit. Also ich durfte mir den ganzen Tag aussuchen, wer Nacht hat zu dem Tag, wer dann an dem Tag wieder Nacht hat. Und wie das halt alles so abläuft. Und die 2 Erzieher, die dann halt Nacht hatten, die haben mich früh geweckt, sind schon mit der Kamera reingekommen, also ich bin das gewohnt, haben mich dann halt geweckt und haben mich in einem was für ein Outfit und wie ich aussah fotografiert. Das habe ich immer noch, das Bild. und dann nach und nach haben wir uns halt fertig gemacht, haben erst gefrühstückt, so auf die Schnelle eigentlich. Dann kam der Friseur, hat mich fertig gemacht, ich habe mich angezogen. Dann wurde ich in den Schweizer Garten nach Wurzen gefahren, weil ich da Jugendweihe hatte. Und dann zur Feierstunde kam dann halt die 2 Erzieher, die Nacht hatten und meine Bezugserzieherin damals und meine Geschwister. Und dann hatten wir halt die Feierstunde. Sind wir wieder nach Hause gefahren. Ja, und dann haben wir halt das ganze Kinderheim im Grunde genommen eingeladen und die Verwaltung, haben Kaffee getrunken, Familie war auch mit dabei. Dann sind wir abends essen gegangen in Engelsdorf. Ja, und dann bin ich abends noch zu einer Freundin, hab bei ihr geschlafen und dann bin ich Sonntag wieder zurück. Kinderheim machen. Stimmen ehemaliger Kima-Kinder. Caridio Image und Eventfilmproduktion.